Hi, und zwar möchte ich euch heute ein bisschen was anderes zeigen. Es gibt von Nvidia so eine Demo, nennt sich glaube ich Flex Demo, basiert auf ihrer Physics Engine. Und dabei lassen sich Partikel jeweils berechnen. Sieht man, ja, hier sieht man sie nicht. Draw Points, ja genau, das sind die jeweiligen Partikel, die sie berechnen lassen. Funktioniert glaube ich ab der 700er Serie von Nvidia, bin mir jetzt nicht ganz so hundertprozentig sicher. Und da lassen sich super geile Sachen anzeigen, finde ich zumindest. Also zum Beispiel hier Fluid Block, da wird die jeweilige Wasserberechnung und dabei diese Donut-Teile hier berechnet. Und zwar realistisch in Real-Time, also in Echtzeit. Was gibt es da noch? Flag Clothed, ja gut, das macht mich persönlich nicht so an, da wird halt Wind simuliert. Und boah, das finde ich jetzt nicht so irgendwie umwerfend. Dann hier zum Beispiel, finde ich mega geil. Jetzt kann man hier, wenn man die Leertaste drückt, jeweils Wasser hinzufließen lassen. Und wie das dann hochspritzt, jeweils immer in Echtzeitberechnung, man sieht es auch ein bisschen leckt schon. Das ist jetzt auf einer 69, wie man hier oben sieht, auf einer GTX 960. Aber ich finde das richtig interessant. Also was möglich ist mit Echtzeitberechnung. Ich setze auch auf jeden Fall einen Link zu dem Programm unten in die Videobeschreibung. Die ist, glaube ich, 8,7 MB groß, also echt nicht groß. Wichtig ist entpacken und dann Gravitation verändern. Wichtig ist auf jeden Fall entpacken und dann entweder die Full HD oder 1440p jetzt auch auswählen. Und dann kann man hier einfach drauf rumspielen. Ich habe jetzt auch vieles noch nicht ganz genau herausgefunden. Bin jetzt beim ersten Testen momentan. Mit WASD kann man sich übrigens hin und her bewegen, kameramäßig. Ja, da passiert jetzt nicht so viel. Das könnte man als Fluid anzeigen. Ne, kann man nicht. Was gibt's denn hier? Ah, hier kann man so eine Glibberlösung irgendwie drüber schleudern. Das hört sich irgendwie falsch an. Ich finde geil, wie sich das jeweils berechnet hier. Und dann fließt es halt hier runter an den Seiten. Physiksberechnungen sieht man zum Beispiel auch in Borderlands, kennt man es, dann zum Beispiel in Assassin's Creed Black Flag, ist es die Rauchberechnung und läuft hier in dem Fall über die GPU. Ganz klar, CPU keine Chance, Leute. Heißt, mit einem AMD-Prozessor, ihr werdet es nicht hinkriegen. Keine Chance, gar keine Chance. Und ich glaube, wie gesagt, bei Nvidia ist es ab der 700er oder 600er Serie. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, einfach mal ausprobieren. Geht jetzt insgesamt von der Schwere der Berechnung, also wie hart das zu berechnen ist für den PC bzw. für die Grafikkarte. Es geht, aber es wird ja halt wirklich nur das hier berechnen und keine außenstehende Welt oder so. Ja, genau. Bam! Und dann kann man das umwerfen. Ich finde es geil. Das schau ich mir nochmal an. Ah, so kann man es starten. Und dann zufällig halt irgendwo dagegen. Wird halt alles wieder live berechnet. Was haben wir hier noch? Na, es dauert ein bisschen, dass es lädt. Komm schon. Genau. Ah ja, genau. Und die fallen halt jedes Mal aufs Neue. Also deswegen ist es halt so spannend und so interessant, finde ich. Weil es fällt halt wirklich jedes Mal aufs Neue. Und zwar jedes Mal live berechnet, also nicht so wie ein Spiel normalerweise. Es ist halt vorher berechnet worden, wie es fallen wird und dann sieht es halt bei jedem gleich aus. Und hier ist halt jeder Flug von den Teilen jedes Mal halt einzigartig. Kann ich nochmal? Boom! Und das wird halt, wie man hier sieht, das sind halt eigentlich theoretisch jeweils diese einzelnen Punkte, wenn man es nicht als Fluid anzeigt. Und die machen dann dieses Fluid aus. Passt da. Fällt auch jedes Mal aufs Neue unterschiedlich. Ich finde das richtig Hammer. Also wenn das irgendwann mal in Spielen drin sein wird, aber das wird noch dauern. Lange. Flatsch. Geil. Was haben wir noch? Das hier. Boah, das sieht natürlich so richtig Leistung, Leute. Die sind halt unterschiedlich schwer, die Bälle. Heißt, einer schwimmt mittendrin, einer unten und einer hier oben drauf. Und das muss halt alles jeweils live berechnet werden und auch wie sich hier das Wasser jeweils verhalten muss.
Ihr seht, wie das aussieht. Jetzt nochmal starten. Na, hier haben wir's. Und das ist halt einfach, ja, für den PC bzw. für die Grafikkarte echt heftig zu berechnen. Ich finde es cool, ich finde es hammer mega geil. Auf jeden Fall, könnt ihr selbst ausprobieren, ich wollte es euch nur kurz ein bisschen zeigen. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ciao, bis zum nächsten Video.